Moin moin, liebe Chief Hunter, Susaku hier mit Ruhm des Schlachtzüglers von Feuerlande, dem Vorwort dafür. Als Belohnung bekommt ihr diesen netten Vogel da, verderbtes Ei von Milja Gosor, ein echt beknackter Name, aber egal. Insgesamt gibt es 12 Achievements für den Meta-Erfolg, 6 davon sind Hero-Kills, 6 davon sind normale Achievements, 7 Bosse gibt es, es gibt jeweils 2 Bonus-Erfolge, hier einmal alle aufgelistet. Wir gehen gleich auch auf die einzelnen Achievements ein. Wie schon anfangs erwähnt, gibt es insgesamt 7 Bosse in den Feuerlanden. Ihr braucht für den Meta-Erfolg 6 Hero-Kills. Hier aufgelistet. Diese könnt ihr alle alleine machen. Zusätzlich als Bonus könnt ihr Ragnaros töten. Auch diesen könnt ihr im Hero alleine machen. Das Ganze oder dieser ganze hier Guide hier ist für Stufe 110 ausgelegt, funktioniert aber auch schon mit Stufe 100+. Wenn ihr den Bonuserfolg für den Hero-Kill mit Ragnaros macht, bekommt ihr zusätzlich noch den Titel Feuerfürst. Beim ersten Boss der Spinne Bet-Tiliak, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, gibt es den Erfolg Tod von oben. Dieser ist alleine spielbar. Bei Lord Riolef gibt es den Erfolg Rechtsdrall, auch dieser lässt sich alleine machen. Lysara hat Ausweichmanöver, auch dieser Erfolg ist easy peasy alleine spielbar, ich empfehle allerdings 2 Spieler. Bei Shonox können wir die Feuerlande sehen und sterben machen, dieser Erfolg geht auch ohne Probleme alleine, aber hier empfehle ich auch mindestens einen Heiler oder Tank mitzuhaben. Geteiltes Leid, bezwingt Balrog und auch diesen Erfolg könnt ihr alleine machen. Bisher konntet ihr eigentlich alle Erfolge alleine machen, wahlweise eventuell mit einer Hilfe, die aber nicht sein musste. Nun kommen wir zu der Bußfertige, dieser Erfolg ist vor dem nächsten eigentlichen Boss und diesen Erfolg, egal ob ihr ihn im 10er oder im 25er macht, ihr müsst mindestens 6 Mitspieler haben. Hieran führt kein Weg dran vorbei, ihr braucht definitiv 6 Mitspieler. Und als Bonuserfolg, dieser gehört nicht zum Meta-Erfolg, kann aber locker mal eben alleine gemacht werden, ist Ragnar Rösti. Zumindest im NHC, im HC solltet ihr doch noch 3 Spieler sein, von daher ein Spieler im NHC reicht locker. Wenn ihr auf die einzelnen Icon klickt, werdet ihr direkt zum Video kommen. Andernfalls ist unten in der Videobeschreibung noch ein Link für die Playlist. Wenn es euch gefallen hat oder euch weitergeholfen hat, dann abonniert, kommentiert, liked das Ganze hier bitte. Oder wenn ihr Fragen habt, schreibt mir diese unten in die Kommentarbox. Genauso wie Vorschläge, welche Achievements ich mir als nächstes angucken soll. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Hoffe, man sieht sich wieder und wünsche euch noch viel Erfolg beim Nachmachen. Euer Susaku, aka Leroy.